Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 163. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können im himmlischen Heiligtum durch Jesus Christus. Wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 4. Mose Kapitel 10 bei der Beschreibung der zwei silbernen Trompeten. Wir lesen ab Vers 4. Wenn man nur in eine stößt, so sollen sich die Fürsten, die Häupter der, tausenden der Tausende Israels zu dir versammeln. Wenn ihr aber Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Osten lagern. Und wenn ihr zum zweiten Mal Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Süden lagern denn wenn sie aufbrechen sollen, so soll man Lärm blasen. Wenn aber die Gemeinde versammelt werden soll, sollt ihr stoßen und nicht Lärm blasen. Es gab also verschiedene Signale, die verschiedene Bedeutungen gehabt haben und für einen Israeliten war es wichtig, genau hinzuhören, was die Trompete denn genau, welchen Ton, welches Signal sie von sich gab. Das Signal, falsch zu deuten, würde bedeuten, das Falsche zu tun. So müssen auch wir in unserem Leben die Signale, die Gott uns gibt, in seinem Wort richtig deuten. Und dieses Blasen mit den Trompeten sollen die Söhne Aarons, des Priesters, übernehmen. Und das soll euch eine ewige Satzung sein für eure Geschlechter. Auch Jesus, unser hoher Priester, hat verschiedene Botschaften. Botschaften, wo wir uns gemeinsam zusammen finden sollen, als gemeine Botschaften auch, und Momente, wo wir vorwärts gehen müssen im Glauben. Und es ist wichtig, dass wir Gottes Stimme kennenlernen, damit wir wissen, was Er von uns in einem bestimmten Moment gerade sich wünscht und, uns, und erwartet von uns. Und wenn ihr in die Schlacht zieht in eurem Land gegen euren Feind, der euch bedrängt, Sollt ihr Lärm blasen mit den Trompeten, damit an euch gedacht wird vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr von euren Feinden errettet werdet. Gott möchte uns retten in den Konflikten, die wir im Alltag, in all den verschiedenen Phasen unseres Lebens erleben. Er möchte uns helfen vor unseren Feinden. Aber an euren Fe Freudentagen, es sei an euren Festen oder an euren Neumoden, solltet ihr in die Trompeten stoßen, bei euren Brandopfern und euren Friedensopfern, damit an euch gedacht wird, vor eurem Gott, ich der Herr bin euer Gott. Und es geschah am 20. Tag, im zweiten Monat des zweiten Jahres, da erhob sich die Wolke über der Wohnung des Zeugnisses. Im dritten Monat war man am Sinai angekommen, im dritten Monat des ersten Jahres. Und nach fast einem Jahr der besonderen Begegnung mit Gott, des Kennenlernens seiner Gebote und des Heiligtumsplanes, sollte es jetzt weitergehen. Das gelobte Land lag nicht in allzu weiter Entfernung. Eigentlich sollte jetzt, und wir werden das noch sehen, im zweiten Jahr bereits. Das Land Kanaan erreicht werden. Und die Kinder Israels brachen nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinai auf. Und die Wolke ließ sich in der Wüste Para nieder. Sie brachen aber zum ersten Mal nach dem Befehl des Herrn auf unter der Leitung, des Mose, der Leitung Moses. Und zwar brach die Abteilung des Lagers der Kinder Judas zuerst auf nach ihren Herrschern. Und über ihr Herr war Nachshon, der Sohn Aminadabs. Und über das Heer des Stammes der Kinder Isachars war Nethanael der Sohn Zuas und über das Heer des Stammes der Kinder Sebulons war Eliab, der Sohn Helons. Hier sehen wir diese Aufbruchsordnung, die wir ja bereits vorher in 4. Mose studiert haben. Darauf wurde die Wohnung abgebaut und die Söhne Gersoms, Gersons und die Söhne Meraris brachen auf als Träger der Wohnung. Danach brach die Abteilung des Lagers Ruben auf nach ihren Herrschern und über ihr Herr war Elisur, der Sohn Schedeurs. Und über das Heer des Stammes der Kinder Simeons war Shelomiel, der Sohn Shadais Und Eliasaf, der Sohn Deguels, war über das Heer der, des Stammes der Kinder Gaz. Also zuerst die drei Stämme, die im Osten lagerten, angeführt von Judah, dem Träger der Verheißung, dass aus seinem Stamm der Messias kommen würde. Und dann, nachdem das Heiligtum abgebaut worden war, die südlichen Stämme äh, unter der Leitung des Erstgeborenen Ruben. Dann heißt es weiter in Vers 21, darauf brachen auch die Kahatite auf, die Träger des Heiligtums. Jene aber richteten die Wohnung auf, bis diese kamen. Die Söhne Gersons und Meraris hatten ja die äußeren Dinge, die, die Stoffe und die Vorhänge, die Säulen, die, die all die, die äußeren Materialien für die Stiftshütte getragen. Aber die eigentlichen Träger des Heiligtums waren die Kahati. Da haben wir deutlich, dass es beim Heiligtum auf den Inhalt ankam und nicht so sehr um das umgebende Zelt. Danach brach die Abteilung des Lagers der Kinder Ephrems auf, nach ihren Herrschern. Und über ihr Herr war Elishama, der Sohn Amihuts. Und Gamliel, der Sohn Pedazurs, war über das Heer des Stammes der Kinder Manasse. <laughs> Manasses. Und Abidan, der Sohn Gideonis, über das Heer des Stammes der Kinder Benjamins. Danach brach die Abteilung des Lagers der Kinder Dans auf. Als Nachhut aller Lager nach ihren Herrschern. Und Achiesa, der Sohn Amishadda, es war über ihr Herr. Zum Schluss als Nachhut die drei Stämme des Nordens äh, von den Nebenfrauen Jakobs und pagiel der sohn ochrans war über das heer des stammes der kinder Asers und achira der sohn enans war über das heer des stammes der kinder naphtalis das ist die aufbruchsordnung der kinder israels nach ihren herrschern genauso brachen sie auf und mose sprach zu hobab dem sohn reguels des Midianiders, seinem schwager wir brechen auf an den ort von dem der herr gesagt hat ich will ihn euch geben komm mit uns wir wollen dir Gutes tun, denn der Herr hat Israel Gutes zugesagt. Moses sagt hier, weil Gott uns gute Verheißung gegeben hat, weil er uns versprochen hat, Gutes zu tun, so wollen auch wir dir Gutes tun. Lasst auch uns anderen Gutes tun, weil Gott so gut zu uns ist und uns Verheißung geschenkt hat. Der aber antwortete ihm Ich will nicht mit euch gehen, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft will ich ziehen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für die Verheißungen, die du uns gegeben hast, dass du uns Gutes tun möchtest und schon Gutes getan hast. Und Herr, so wollen wir etwas abgeben von dem Guten, das du uns geschenkt hast und auch anderen Gutes tun. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.